Händel ist für mich persönlich einer der interessantesten Komponisten der ganzen Barockepoche und am meisten hat mich als Jugendlicher schon begeistert, dass Händel Musik geschrieben hat, die mich unheimlich unterhalten hat und die sehr unterhaltsam ist. Und das hat mich eigentlich dazu angetrieben, diese Musik mehr zu erforschen und zu entdecken, wo ich angefangen habe, Orgel zu spielen und später auch als Chorleiter. Und so bin ich immer mehr in den Kosmos reingedrungen von Händel und habe angefangen, auch die Opern zu studieren, bin dann später zum Gesang gekommen, ich dirigiere ja nicht nur. Und Händel hat eigentlich immer eine sehr zentrale Rolle bei mir in meinem Leben gespielt. Das war mir seit langem ein Anliegen, diese Musik aufzuführen. Erzähl mir mal einfach über deine Emotions. Hinreißend, herausfordernd und auch zutiefst rührend und
glaube, das sind die Geheimnisse, die die ganze Musik von Händel eigentlich so faszinieren. Das Schöne an Musik ist eigentlich, dass diese Sprache, die ja so viel a priori Kenntnisse unterstellt, dass das eigentlich herausgenommen wird und dass man ein bestimmtes Gefühl direkt kommunizieren kann. Mhm. Man kann auf einmal etwas aggressiver anspielen. Und man spürt unmittelbar, dass die Kollegen dann darauf reagieren. Oder man kann es ganz weich, sanft machen und dann kommt das auch wieder zurück. Aber es ist immer zwei Richtungen. Man muss es spüren und man muss es hergeben können. Sie werden jetzt gleich eine Geschichte von Tolstoi hören. Tolstoi kannte natürlich Händel nicht, aber Sie werden sehen, es funktioniert sehr gut als Theatermusik, was wir aufführen. Thank you.
Texte, eine Geschichte, die zieht sich jetzt durch und ist mit diesem Konzert verbunden. Sind ja heute sehr, sehr erfolgs- und zukunftsorientiert und das ganze Publikum, was in die Konzerte strömt, ist in seinem Alltag immer wieder darauf bedacht, sich nach vorne zu bewegen, sich zu entwickeln, und wir können von Händel sehr viel lernen, wie man das damals gemacht hat. Dazu kommt aber, dass Händel ein erfolgreicher Geschäftsmann war, und was wir heute von Händel lernen können, ist Konzerte, Konzertkonzepte, Musik, Kompositionen zeitgemäß zu kreieren, zeitgemäße Form, so wie wir das jetzt machen hier mit Musik und Wort, indem wir Dichtungen der Musik als einen Kontext gegenüberstellen und so eine Bereicherung von beidem erreichen. Das Wichtigste in der Welt seien die Wissenschaften. Andere meinten, das Wichtigste sei die Kriegskunst. Noch andere, die Gottesverehrung. Alle Antworten waren verschieden. Das ist, denke ich, auch wieder der Punkt, wo wir dann zurückkommen zu dem Punkt, was ist uns wichtig. Das Instrumentarium ist wichtig, aber in dem Fall sekundär, und das Improvisieren, Mut haben und das Risk und Fun eingehen ist extrem viel wichtiger. Und so war er denn auch der wichtigste Mensch, und was du ihm tatest, war die wichtigste Tat. Merke dir, die wichtigste Zeit ist nur eine, der Augenblick. Das ist mir sehr wichtig. Da, 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 das ist eine Vergrößerung. Können wir nochmal von vorne? Merke dir, die wichtigste Zeit ist nur eine. Der Augenblick. Aber auch Gesten suchen, Haltung suchen. Das war auch so schön mit den Texten. Die Musik nahm mir plötzlich Bezug auf zu dem, was vorher oder nachher gelesen wurde. Und dementsprechend waren wir eigentlich teilweise heute Abend und auch gestern Abend mitten im Theater. Und es wurde lebendig. Und was ich vom Publikum gestern gehört habe, hat mich auch fasziniert, dass die Leute gesagt haben, das hat mich gefesselt. Intensiv.
steigern. Begeistert über diese Wahl und habe unmittelbar verstanden, was damals der Anlass für Herr Seidel war, dieses Konzert zu gestalten. Und ich finde, dass es sehr überzeugend gemacht wurde. In dem Konzert hatten wir ja heute diese wunderbare Kombination und von Text und Musik. Und wenn man verschiedene Kunstsparten miteinander quasi konfrontiert, auf die Reise schickt, dann passiert Folgendes: Sie nehmen miteinander Bezug auf. Und wenn Sie miteinander Bezug aufnehmen, dann passiert ein Spannungsmoment aus der Dramaturgie heraus. Und das war eigentlich also jetzt unser Bestreben in dem konkreten Konzertprojekt, dieser Aufführung, diese beiden Elemente, eben Musik und das Wort, das Drama, zusammen zu verschränken. Wie Sie sagten, das ist Theatermusik. Und Theatermusik braucht das Theater, braucht das theatralische Moment. Hätt einer auch fast mehr Verstand als die drei Weisen aus Morgenland und ließe sich dünken, er wär wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie. Dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest sein Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständig Gesicht, er mag es merken oder nicht, ein freundlicher Strahl des Wundersternes von Gab zu machen.